Hey zusammen, Togi hier. Heute soll es mal um die AC50S gehen. Wie wir in meinem letzten Video herausgefunden haben, hat die AC50 ja einige Nachteile aufzuweisen. Das ist jetzt das neuere Modell. Lasst euch von dem orangenen Äußeren nicht täuschen. Diese AC50S wird jetzt mit einer blauen Gummierung außenrum verkauft. Das ist noch ein Vorserienmodell, was ich zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen habe. Rein technisch gesehen ist das die AC50S und die schauen wir uns heute einmal genauer an. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Für diejenigen, die jetzt neu auf meinem Kanal sind, zur AC50 gibt es schon zwei Videos auf meinem Kanal. Einmal, wo ich die AC50 neu hatte und sie euch im kleinsten Detail vorgestellt habe. Dann noch ein Video über die Nachteile der AC50 nach einem halben Jahr Nutzungszeit. Und das ist jetzt das dritte Video im Bunde, und zwar über die AC50S, also das verbesserte Modell von PowerOak, wo so diese kleinen Nachteile, die ich im zweiten Teil vorgestellt habe, angeblich ausgebessert sein sollen. Ob das auch wirklich stimmt, das finden wir heute einmal heraus. Die beiden anderen Teile zur AC50 habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort habe ich nochmal ein wenig mehr ausgeholt. Schaut dort unbedingt einmal rein, wenn euch die tiefen technischen Details etwas mehr interessieren. Optisch hat sich an der AC50S gegenüber der AC50 nicht viel getan. Das einzige, was sich optisch geändert hat, ist ein klein wenig die Beschriftung. Unten an den AC-Steckdosen ist das zu erkennen. Außerdem, was ich auch noch eine ziemlich gute Änderung finde, ist, dass die LEDs hier vorne, die den Status anzeigen, welcher Ausgang angeschaltet ist, die sind dunkler geworden. Bei der AC50 waren die LEDs extrem grell. Bei der AC50S, finde ich, haben sie das ziemlich gut hinbekommen, dass man sie draußen bei Sonnenschein immer noch gut sehen kann, aber auch im Dunkeln nicht allzu sehr blenden. Bei der neuen S-Variante wurde außerdem die Lüftungssteuerung angepasst, wo man die AC50 noch geräuschlos mit dem mitgelieferten Netzteil laden konnte, aktiviert sich hier der Lüfter schon bei 60 Watt Eingangsleistung. Das finde ich ziemlich störend und ich kann auch nicht verstehen, warum das angepasst wurde. Denn die AC50, die wurde beim Laden eigentlich nie wirklich warm. Also ich habe nichts festgestellt, das könnt ihr ja auch in meinem alten Video anschauen. Die AC50S wird genauso wenig warm, aber nervt halt schon ganz schön beim Laden. Finde ich ein bisschen schade. Was mir nach wie vor bei beiden Modellen fehlt, ist die Verbrauchsanzeige der Rückleuchten. Beide Modelle haben ja hinten eine Rückleuchte verbaut. Aber wenn diese aktiviert ist, wird hier vorn an der Anzeige kein Verbrauch angezeigt. Weiß nicht warum, entweder verbrauchen die LEDs tatsächlich unter einem Watt, was ich mir aber nicht vorstellen kann, oder es wurde einfach von PowerOak vergessen. Eine Sache, die ich bis jetzt bei meinen Videos noch nicht erwähnt habe und auch noch nicht festgestellt habe, ist, wenn man den DC-Ausgang anlässt und das über einen längeren Zeitraum, also das heißt über Tage hinweg, verbraucht die interne Elektronik, wenn die angeschaltet ist, ungefähr 10% Akku in 24 Stunden. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das ein Nachteil ist, denn normalerweise ist es verständlich, dass Elektronik, wenn sie angeschaltet ist, Strom verbraucht. Ich finde aber, es ist gut zu wissen, denn ich hatte persönlich geplant, den DC-Ausgang immer anzulassen, weil ich eigentlich immer 100% die USB-Spannung zur Verfügung haben möchte. Wenn die natürlich Strom verbraucht, obwohl ich keine Geräte angeschlossen habe, ist das natürlich ein bisschen blöd für mich. Das alte Modell hatte den Nachteil, dass man es nicht über den Kfz-Anschluss im Auto laden konnte. Dort ließ sich die AC50 nur bis ungefähr 60-80% vollladen. Das Ganze wurde bei der AC50S jetzt ebenfalls optimiert. Die lässt sich im Auto laden. Allerdings verhält sich der Ladeprozess ziemlich merkwürdig. Wenn ich die AC50S anstecke, geht die Leistungsaufnahme laut Display nach oben auf bis zu 50 Watt, bricht dann wieder ein auf 0 und geht wieder hoch. Und so passiert das die ganze Zeit, so lange bis die AC50S voll ist. Ich kann mir nicht so richtig erklären, was PowerOak damit bezwecken wollte. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie versuchen, den Zigarettenanzünder nicht voll auszukosten sozusagen, denn die AC50S kann eine Leistungsaufnahme von 120 Watt. Das entspricht 10 Ampere und die meisten Zigarettenanzünderanschlüsse in den Autos, die sind nur bis 10 Ampere abgesichert. Also das heißt, es kann unter Umständen passieren, wenn man die AC50 anschließt, dass die Sicherung im Auto rausfliegt. Und ich denke, das wollten sie begrenzen. Was ich mir allerdings nicht erklären kann, ist, wie sie unterscheiden, ob ich jetzt ein Solarpanel angesteckt habe,
ein Kfz-Ladekabel oder ein Netzteil. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Falls ihr eine Idee habt, warum PowerOak das so gelöst hat, schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Beim PD-Ausgang bzw. auch USB-C-Ausgang genannt, hat PowerOak auch nochmal angegriffen. Bei der AC50S bekommen wir jetzt am USB-C-Ausgang bis zu 40 Watt Leistung raus. Wir erinnern uns, bei der AC50 waren das gerade mal 36 Watt, also wir hatten rund 9 Watt Verlustleistung gehabt. Das hat mir ja PowerOak sogar bestätigt. Hier dürften wir jetzt bloß noch eine Verlustleistung von 5 Watt haben. Allerdings finde ich 5 Watt immer noch ziemlich viel. Mein MacBook lässt sich allerdings jetzt auch gut damit laden, solange man es nebenbei nicht allzu sehr belastet. Dann ist es nach ungefähr 3 Stunden vollgeladen mit der AC50S. Am normalen USB-Ausgang hat sich bei beiden Geräten nicht viel getan. Beide sind immer noch bis 3 Ampere belastbar. Allerdings auch nach wie vor das Problem, bei Überlast werden die USB-Ausgänge nicht abgeschaltet, sondern die Spannung bricht ein. Das gleiche Problem, was ich auch bei der EB240 an dem 230 Volt Anschluss festgestellt habe. Ich persönlich bin der Meinung, sobald wir in Unterspannung geraten bei diesen Geräten, sollten Sie den DC-Ausgang einfach komplett abschalten, solange bis man ihn händisch wieder resettet. Das wäre eigentlich die richtige und saubere Lösung für die Sache. Nichtsdestotrotz, die USB-Ausgänge bis 2,4 Ampere sind spannungsstabil, man kann USB-Geräte dran anschließen, es geht theoretisch nichts kaputt, also gut gelöst, trotz alledem. Einige von euch hatten mir in die Kommentare geschrieben, dass wohl besonders Samsung-Geräte nicht hier oben über dieses Induktionsladepad funktionieren sollen. Leider kann ich das nicht kontrollieren, denn ich habe selbst nur ein iPhone zur Verfügung. Mein iPhone lässt sich aber problemlos über beide Geräte über das Induktionsfeld hier oben laden. Bei den AC-Ausgängen der AC50 gegenüber der AC50S hat sich auch etwas getan. Wo die AC50 noch ziemlich genau war von der Leistungsanzeige her, ist die AC50S jetzt nicht mehr ganz so genau. Aber ich denke, damit kann man relativ gut leben. Man kann es eventuell auch auf Toleranzen vom Messgerät schieben. Ein großer Vorteil ist mir an der AC50S jetzt noch aufgefallen. Ihr erinnert euch vielleicht, in meinem letzten Teil zu den Nachteilen zur AC50 habe ich euch erzählt, dass das MacBook am AC-Ausgang nicht wirklich benutzbar ist, da die Maus quer durch die Gegend springt. Das Phänomen habe ich jetzt an der AC50S nicht mehr festgestellt. Also, man kann das MacBook Pro problemlos am AC-Ausgang laden. Ich weiß nicht, ob sie dort an der Stelle auch nochmal angegriffen haben, ob es eventuell Zufall ist. Auf jeden Fall bin ich darüber wahnsinnig froh. Kommen wir nun zu dem spannendsten Thema, was euch wahrscheinlich interessiert, was eigentlich auch die größte Neuerung der AC50S ist. Und zwar handelt es sich dabei um den stabilisierten 12-Volt-Ausgang. Kurz einmal vorweg, an den 12-Volt-Ausgängen mit maximal 3 Ampere mit diesen Rundsteckern hier hat sich nichts geändert. Also die hängen noch 1:1 auf der Batterie im Inneren. Also das heißt, wenn die Batterie leer wird, dann spricht auch die Spannung auf ungefähr 9 Volt ein. Also diese Spannung an den Rundsteckern ist nicht stabilisiert. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr ebenfalls im letzten Video zu den Nachteilen der AC50. Das erkläre ich jetzt nicht nochmal. Da ich jetzt allerdings eine elektronische Last zur Verfügung habe, habe ich mir natürlich auch mal die Ausgänge mit dem Rundstecker etwas genauer angeschaut. Da habe ich festgestellt, die können tatsächlich wesentlich mehr Leistung als angegeben ist. Angegeben sind sie mit 3 Ampere, ich konnte sie tatsächlich bis 7 Ampere belasten, bevor die Überstromerkennung der AC50 bzw. AC50S gegriffen hat. Man sollte allerdings darauf achten, dass man die Ausgänge nicht unbedingt überstrapaziert, da die Rundstecker nicht für so viel Strom ausgelegt sind. Was uns jetzt beim Zigarettenanzünderanschluss als erstes auffällt, wenn wir ihn mit bis zu 10 Ampere belasten, bricht die Spannung nicht so krass ein wie bei der alten AC50. Das ist schon mal der erste Augenmerk darauf, dass dieser Ausgang jetzt stabilisiert ist. Was ich jetzt machen werde, ist die AC50S so weit zu entladen, dass sie noch ungefähr 10-20% Restkapazität hat und dann stecke ich meine Kühlbox an und dann möchte ich wissen, ob die dann noch funktioniert. Denn das war ja eigentlich das große Problem der AC50, dass man die Kühlbox nicht mehr verwenden konnte. Wenn ich die AC50S jetzt entlade bis auf 20%, um meine Kühlbox zu testen, werde ich auch gleich mal testen, was passiert, wenn ich parallel den AC-Ausgang und den DC-Ausgang so sehr belaste, wie es irgendwie möglich ist. Ob die AC50S das auch aushält? Ich bin gespannt.
So, während ich darauf warte, dass die AC50S entlädt, gönne ich mir erstmal ein Y-Food. Viele von euch wissen ja, dass ich das ungesponsert getestet habe. Mittlerweile konnte ich Y-Food als Partner gewinnen. Mit meinem Produktlink in der Videobeschreibung könnt ihr 10% auf Y-Food sparen. Und damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Ich habe jetzt mal mein MacBook noch mit angeschlossen. Wir sind jetzt bei 315 Watt. Und genau in diesem Moment ging die AC50S auf Fehler. Sehr interessant. E36, ich denke mal, das bedeutet Überlast. Gerade lief sie tatsächlich bestimmt gut 5 oder 10 Minuten mit dieser Konstellation. Gut, dann ziehe ich mal mein MacBook doch wieder ab und lasse nur meine alte Fotolampe dran. Erstmal den AC wieder resetten. Einmal ausschalten, wieder einschalten. Jetzt sollte das theoretisch wieder funktionieren. Genau. Gut, also das war dann doch ein wenig zu viel für den AC-Ausgang, aber da wir sind ja hier sowieso schon fast an der Leistungsgrenze. Trotz alledem muss ich sagen, das lässt die AC50S relativ kalt. Also ich werde dann nochmal das Temperaturmessgerät ranhalten, aber so bin ich eigentlich schon recht zufrieden. Wir sind jetzt eigentlich auf Anschlag, kann man sagen. 300 Watt am AC, 135 Watt am DC. Allzu viel mehr geht theoretisch gar nicht mehr. So, wir haben jetzt 20% Restkapazität erreicht. Wir können hier jetzt auf jeden Fall schon mal sehen, seht ihr das? 13,5 Volt hat der AC-Ausgang immer noch. Das war bei der AC50 vorher nicht so. Und jetzt hole ich meine Elektrokühlbox und schaue, ob die immer noch funktioniert. Und siehe da, die Kühlbox läuft. Da ich jetzt die Frage schon häufiger gelesen habe, ob die AC50S jetzt trotzdem noch die volle Kapazität über den 12-Volt-Ausgang bringt, trotz Spannungsstabilisierung, habe ich jetzt hier nochmal meine elektronische Last angeschlossen. Die saugt jetzt die AC50 so lang leer, bis sie sich von selbst abschaltet und dann sollten wir hier bei Kapazität erkennen können, wie viel Kapazität wir tatsächlich entnehmen können. Hintergrund meines Tests ist, dass ja hier jetzt eine Spannungsstabilisierung verbaut ist und eine elektronische Stabilisierung braucht in der Regel immer ein wenig Strom für sich selbst, um funktionieren zu können, um regeln zu können. Und da möchte ich jetzt mal herausfinden, wie effektiv diese Elektronik ist. Das ist natürlich auch am Ende für euch interessant, denn ihr wollt ja wissen, wie lange eure elektronischen Geräte dann tatsächlich auch an dem Ausgang funktionieren. Eine Sache möchte ich vorab gleich noch erwähnen. Ich habe hier leider nur einen relativ dünnen Kabelquerschnitt für diesen 12-Volt-Stecker. Das heißt, wir haben hier auf dem Kabel noch ein paar Verluste, die bei diesem Gerät jetzt hier nicht angezeigt werden. Also der Wert, der dann am Ende hier rauskommt, ist, ich sage jetzt mal ein Annäherungswert. Für euch war das jetzt nur ein kurzer Cut im Video. Für mich waren das über 5 Stunden Wartezeit und die AC50S ist jetzt leer. Wir konnten jetzt insgesamt 445 Wattstunden entnehmen. Das entspricht auch ziemlich genau den 100%, die die AC50S auch liefern kann. Mit 500 Wattstunden ist sie angegeben. Der Hersteller lässt meistens 10% im Akku, das entspricht ungefähr 50 Watt. Also haben wir eine reelle Leistung von 450 Wattstunden, die wir entnehmen können. In diesem Fall haben wir hier nur eine Verlustleistung von 5 Wattstunden. Das kann, wie gesagt, durch Kabellänge, durch Erwärmung und so weiter entstanden sein. Also grundsätzlich kann ich sagen, der geregelte DC-Ausgang von der AC50S hat so gut wie keinen Eigenverbrauch.
Wenn ihr jetzt also berechnen wollt, wie lange eure Geräte an diesem Anschluss betrieben werden können, dann könnt ihr mit ungefähr 450 Wattstunden rechnen. Und wie das genau geht, das erkläre ich euch jetzt. Hier seht ihr einen Auszug aus der Bedienungsanleitung. Hier wird schon mal grob vorgegeben, wie oft ihr gewisse Geräte mit der AC50S zum Beispiel aufladen könnt oder wie lange diese betreiben könnt. Hier schreibt man ungefähr 25 mal Smartphone laden mit 10 Watt, 20 mal LED-Lampe, ungefähr 25 Stunden Leuchtzeit, 75 Watt LCD-Fernseher und so weiter und so fort. Habt ihr jetzt aber eigene Geräte, wie zum Beispiel eine Elektrokühlbox, könnt ihr das auch selbst berechnen. Das geht auch ganz einfach. Und zwar nehmt ihr die eben ermittelten 450 Wattstunden. Die setzt ihr anstelle von den 500 Wattstunden ein. Denn das ist nur von Power Oak hier vorgegeben. Also 450 Wattstunden durch die Leistungsaufnahme eures Gerätes. Denkt aber dabei daran, die Leistungsaufnahme in Watt ist die momentan Leistungsaufnahme. Wattstunden ist die Anzahl an Watt, die ein Gerät pro Stunde verbraucht. Gehen wir jetzt also mal davon aus, dass eine Elektrokühlbox 50 Watt pro Stunde benötigt. Nehmen wir 450 Wattstunden durch 50 Watt und hier erhaltet ihr jetzt die Anzahl an Stunden, wie lang dieses Gerät mit der AC50S betrieben werden kann. Kleiner Hinweis noch an der Stelle, solltet ihr zum Beispiel eine Kompressorkühlbox an der AC50S verwenden, dann achtet darauf, dass diese Kühlbox nicht eine Stunde lang durchläuft, sondern sie schaltet sich immer mal wieder ab und schaltet sich hin und wieder zu, wenn die Temperatur im Inneren zu warm wird. Also das heißt, ist die Kühlbox jetzt zum Beispiel mit 40, 50 Watt angegeben, bedeutet das aber nicht, dass sie auch 40, 50 Watt pro Stunde benötigt. Meistens findet ihr in der Bedienungsanleitung oder in der Artikelbeschreibung zur Kompressorkühlbox die Leistungsaufnahme pro Stunde. Die müsstet ihr dann hier in diesem mittleren Feld einsetzen und damit könnt ihr dann eure Laufzeit der Kühlbox anständig berechnen. Wenn ihr an die AC50S natürlich ein Solarpanel anschließt, könnt ihr die Laufzeit um einiges verlängern. Von Power Oak gibt es da das SP120, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Schaut dazu einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Da die Frage jetzt auch schon öfters aufkam, ob ich eine kleine Herdplatte oder eine kleine Heizung an die AC50S anschließen kann, dazu kann ich euch klipp und klar sagen, nein, das funktioniert nicht, denn dafür reicht die Leistung nicht aus. Und selbst wenn man eine kleine Heizung oder eine kleine Herdplatte anschließen könnte, dann würde diese natürlich nicht lang laufen, da einfach die nötige Kapazität fehlt, um jetzt sich zum Beispiel ein anständiges Essen zuzubereiten. Die EP240 hingegen, die ich ebenfalls vorgestellt habe auf meinem Kanal, mit der ist dann schon ein bisschen mehr möglich. Dort lässt sich auch für kurze Zeit eine Heizung oder eben auch eine kleine Heizplatte betreiben. Wenn euch das eher interessiert, schaut dazu gerne einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, mal abgesehen von den Lüftergeräuschen, die jetzt schon relativ zeitig anspringen, hat Power Oak an der Stelle ziemlich gut nachgebessert. Wenn euch die AC50S jetzt interessiert, Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Außerdem habe ich bei Power Oak noch einen Rabattcode für euch ausgehandelt. Den blende ich jetzt euch hier unten ein, sowohl auch unten in der Videobeschreibung. So, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch jetzt gern einen Daumen nach oben. Solltet ihr mich noch nicht kennen, drückt jetzt den Abonnieren-Button und aktiviert am besten gleich noch die Glocke dazu, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, Leute!